Hi Leute, ich bin's Carina und willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Und in diesem Video möchte ich euch mal die Kosten aufzeigen, die nicht unbedingt sein müssen, die man auf jeden Fall umgehen kann. Und wie ihr das macht, das lernt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei und los geht's! Wir fangen bei dem allseits beliebten Thema an, Stuhlhussen. Und zwar, falls ihr schon Locations angefragt habt oder eure Location schon gebucht habt oder irgendwie mit dem Thema schon vertraut seid, dann wisst ihr, dass die Stuhlhussen teuer sein können, wenn man sie über die Location bezieht. Meistens sind die Stuhlhussen so zwischen 5 und 10 Euro pro Husse und rechnet das mal auf eure Personenanzahl hoch. What? Das ist so krass, finde ich. Denn man kann die Stuhlhusse einfach über einen ganz normalen Dekoverleih beziehen für 2-3 Euro pro Stück. Somit spart ihr euch viel Geld, aber ihr müsst sie natürlich selbst überziehen, das ist klar. Vorausgesetzt, man darf das überhaupt in eurer Location machen, weil manche Locations sind natürlich so schlau und sagen, ihr könnt nur unsere Stuhlhussen nehmen. Aber wenn eure Location da flexibel ist, dann empfehle ich euch wirklich wärmstens, die Hussen von einem Dekoverleih zu bestellen. Entweder selbst zu überziehen oder sie überziehen zu lassen, zum Beispiel von einem Zeremonienmeister, wenn ihr einen habt. Falls ihr nicht wisst, was ein Zeremonienmeister ist, ich verlinke euch mal ein Video über das Thema in der Videobeschreibung oder einen Blogbeitrag von mir. Da könnt ihr alles nachlesen, was es genau ist und was es für Vorteile für euch hat. Genau, aber jetzt springen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar das Thema Getränkepauschale. Auch ein allseits beliebtes Thema, worüber, ja, heiß diskutiert wird, ist es denn sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, lohnt sich das, wie auch immer. Also, ich verstehe das vollkommen, wenn ihr sagt, wir möchten eine Getränkepauschale nehmen, denn so können wir für unser Budget einfach besser kalkulieren. Finde ich auch völlig in Ordnung und ich sage auch, eine Getränkepauschale kann sich durchaus lohnen, wenn ihr eine trinkfeste Gesellschaft habt. Vor allem ab Abendessen oder ab Sektempfang bis zur Party ungefähr. Weil ab Party, und das ist der springende Punkt, den ich jetzt hier mal aufklären möchte, denn ab Party gehen die ersten Gäste, nicht alle trinken Alkohol und so weiter und dann fängt es an, dass die Pauschale nicht mehr für euch lohnt. Zumal, was ihr auch bedenken müsst, eine Location ist ja auch nicht dumm, mal ganz offen gesagt, die möchten mit der Pauschale natürlich immer noch Gewinn machen, ne? Und deswegen macht es bei der Party für das Restaurant oder für den Caterer, wie auch immer, macht es natürlich schon Sinn, die Pauschale anzubieten, aber überlegt euch wirklich ganz gut, habt ihr wirklich viele Gäste dabei, die sehr trinkfest sind, die viel Alkohol trinken und bleiben die auch lange? Weil die Sache ist, die Pauschale wird bis zum Ende der Veranstaltung auf die komplette Personenanzahl gerechnet. Das heißt, um 2 Uhr, wenn ihr quasi mitten in der Party seid, aber nur noch die Hälfte der Gäste anwesend ist, ist es für die Berechnung der Getränke egal. Es wird immer auf die komplette Personenanzahl gerechnet. Ich weiß, manche Caterer oder Locations haben dann mittlerweile einen Kompromiss gefunden und sagen, sie zählen jede Stunde ungefähr durch und berechnen also nur auf die ungefähre Personenanzahl dann. Aber dennoch würde ich euch dazu raten, wenn es bei eurem Caterer oder bei der Location möglich ist, mindestens ab der Party nach Verbrauch abzurechnen. Ich habe zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen auf einer Hochzeit die Erfahrung gemacht, haben wir auch nach Verbrauch abgerechnet, nachdem ich auch dazu geraten habe, weil der Caterer wollte nach Pauschale abrechnen. Und wir haben dann aber nach Verbrauch abgerechnet und tatsächlich um 12 Uhr sind echt schon viele Gäste gegangen, was auch das Brautpaar total überrascht hat, aber man weiß es halt nie, wann die Gäste nach Hause möchten. Und hätten wir danach Pauschale abgerechnet, das hätte sich sowas von null rentiert für das Brautpaar und deswegen war ich so froh, dass wir uns da anders entschieden haben. Punkt Nummer 3 ist Leerlauf während des Sektempfangs. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn die Trauung schon um 13, 14 Uhr, also relativ früh beginnt, habt ihr also einen langen Sektempfang, weil das Abendessen wird ja nicht früher als 18 Uhr stattfinden. Und je länger der Sektempfang dauert, desto mehr Verpflegung braucht ihr natürlich, dass die Gäste nicht hungrig oder durstig, also auch keine schlechte Laune bekommen. Das heißt, ihr müsst viel in Getränke oder Essen investieren, sei es jetzt Fingerfood, Candy Bar, was auch immer, oder auch Unterhaltung. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, um die Stimmung oben zu halten.
halten. Und ja, je länger der Sektempfang letztendlich dauert, desto teurer wird es für euch. Und deswegen rate ich auch unter anderem eben genau aus dem Grund dazu, dass ihr die Trauung nicht allzu früh plant, sondern erst ab 15 oder auch 16 Uhr, dass der Sektempfang kurz und knackig ist, natürlich immer noch gemütlich, nicht hektisch, aber so, dass es eben realistisch ist, dass keine Langeweile aufkommt und dass sich die Kosten in Bezug auf Essen und Getränke auch einigermaßen im Rahmen halten. Genau, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, wie man nochmal ein bisschen an Kosten sparen kann. Nächster Punkt sind doppelte Kosten. Was meine ich damit? Und zwar die Location oder der Caterer wieder bietet auch öfter mal an, dass sie zum Beispiel die Menükarten übernehmen oder Kronleuchter oder Kerzen oder so eine Basic-Dekoration ist in den Pauschalen schon inbegriffen oder in der Location-Miete, wie auch immer. Und wenn ihr wirklich so gutes Geld sparen möchtet, dann nutzt diese Dinge auch. Das heißt, nutzt die Menükarten oder Getränkekarten von der Location, nutzt die Kronleuchter, die Kerzen, die Blumen, was auch immer. Ich weiß, viele Brautpaare nehmen dann doch lieber ihre eigenen Menükarten, weil die im selben Design sein soll wie die wie der Tischplan zum Beispiel, oder sie möchten lieber ihre komplett eigene Dekoration machen, dass es alles auch im gleichen Stil abläuft. Aber wenn ihr da wirklich nochmal aufs Geld achten möchtet, dann ist es ein Punkt, wo ihr auch nochmal auf jeden Fall einiges sparen könnt. Nächster Punkt ist zu viel Deko für zu wenig Zeit oder für zu kurze Zeit. Was ich damit meine ist, vor allem bei der Trauung habt ihr ja kleine Sträußchen für die Kirchenbänke oder für die Stuhlreihen. Und diese Sträuße sind dann nach der Dreiviertelstunde oder nach der Stunde, wie lange auch immer dann die Trauung dauert, ist quasi ihre Zeit vorbei. Und danach entweder bleiben sie hängen oder werden weggeschmissen oder was auch immer. Und ein Sträußchen kann halt auch schon mal 10 Euro pro Stuhl oder pro Bank kosten. Und mein Tipp an euch ist einfach, lasst diese Sträuße mitnehmen von eurem Trauzeugen oder von eurem Zeremonienmeister und nutzt diese Sträuße dann als Stehtischdeko zum Beispiel oder als Deko fürs Buffet oder für was auch immer, für die Party-Area, was auch immer ihr habt. Also verwendet einfach bestimmte Dinge von der Trauung zum Beispiel oder vom Sektempfang einfach wieder. Ich hatte auch mal ein Brautpaar, die hatten einen richtig, richtig riesigen und schönen Blumenbogen für die Trauung. Und den haben wir einfach dann auch in die Location gestellt, weil die Location sowieso auch, wir mussten ein bisschen Platz füllen, weil sie schon relativ groß war. Und dann haben wir einfach den Blumenbogen von der Trauung in die Location gestellt, was ja super schön aussah und dann auch als Foto-Hintergrund und Fotomöglichkeit genutzt wurde. Und so hatten wir also nochmal quasi ein Dekorationselement in der Location und mussten da nicht nochmal irgendwie eine extra Fotowand oder so besorgen. Also verwendet einfach bestimmte Dinge wieder, nutzt sie nochmal, wie jetzt die Sträuße von den Kirchenbänken zum Beispiel. Und wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, diese Tipps haben euch weitergeholfen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn das so war. Schreibt auch gerne euer Feedback in die Kommentare. Oder wenn ihr weitere Beispiele oder Punkte kennt und mit uns teilen möchtet, wie man nochmal Geld sparen kann oder Kosten, die jetzt vielleicht nicht sein müssen, dann schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Ansonsten sende ich euch jetzt liebe Grüße hier aus Frankfurt und wünsche euch ganz viel Spaß bei der weiteren Planung und bis zum nächsten Video.